Jo, hallo Freunde. Gibt es jenseits des Neptuns einen bislang unentdeckten großen Planeten? Diese Frage beschäftigt Astronomen seit einiger Zeit. Bisher basiert die Theorie von der Existenz des Planeten 9 allerdings nur auf indirekten Hinweisen. Die Bewegung von Himmelskörpern am Rande unseres Sonnensystems lassen den Einfluss eines möglicherweise Neptun-großen Planeten auf einer abwegigen Umlaufbahn vermuten. Mittlerweile bestätigen mehrere Studien, dass irgendetwas einige der sogenannten transneptunischen Objekte zu beeinflussen scheint. Um den Mystery-Planeten und weitere unbekannte Himmelskörper direkt zu erspähen, richtet ein Team aus US-Astronomen bereits seit einiger Zeit gezielt den Blick auf den Außenbereich unseres Sonnensystems. Im Rahmen dieser Fahndung ist ihnen zwar noch nicht der gesuchte Planet 9 ins Netz gegangen, aber wie sie nun berichten, ein interessanter kleinerer Fisch. Diese entfernten Objekte sind wie Brotkrumen, die uns zu Planet 9 führen. Je mehr wir finden, desto besser können wir das äußere Sonnensystem und den möglichen Planeten verstehen, sagte ein US-Astronom. Ein erster Hinweis auf den Himmelskörper mit der Bezeichnung 2015 TG387 wurde bereits im Oktober 2015 gefunden. Wegen der zeitlichen Nähe zu Halloween gaben ihn die Astronomen den Spitznamen The Goblin oder der Kobold. Durch nachfolgende Beobachtungen bis einschließlich 2018 konnten die Forscher weitere Informationen sammeln und die Umlaufbahn des Himmelskörpers um die Sonne bestimmen. Nun reihen sie 2015 TG387 offiziell in die Liste der bekannten transneptunischen Objekte ein. In den Ergebnissen zu 2015 TG387 gibt es nun wichtige Informationen über das äußere Sonnensystem und auch Hinweise für die Suche nach dem Planeten 9. Objekte wie 2015 TG387 sowie 2012 VP113 und Sedna sind vom Einfluss der meisten bekannten Massen des Sonnensystems isoliert, was sie immens interessant macht. Sie können als Sonden verwendet werden, um zu verstehen, was am Rande unseres Sonnensystems geschieht, erklärt ein Astronom. In diesem Zusammenhang haben die Forscher bereits Computersimulationen durchgeführt, die aufzeigen, wie sich verschiedene hypothetische Planet 9 Orbits auf die Umlaufbahn von 2015 TG387 auswirken würden. Wie sie berichten, lassen die Ereignisse erneut die Existenz des großen Unbekannten plausibel erscheinen. Er hat demnach den Effekt eines Gravitationshirten, der die Bewegung einiger transneptunischen Objekte bestimmt. Es zeichnet sich ab, dass der vermutete Planet 9 den Himmelskörper 2015 TG387 ähnlich beeinflusst wie andere extrem entfernte Objekte des Sonnensystems. Die Ergebnisse können zwar immer noch nicht beweisen, dass es in unserem Sonnensystem einen weiteren massereichen Planeten gibt, aber sie liefern weitere Hinweise darauf, dass es tatsächlich noch etwas Großes da draußen geben muss. Vielleicht haben die erst kürzlich geschlossenen Observatorien etwas da oben entdeckt, was wir nicht oder noch nicht wissen dürfen. Aber was denkst du darüber? Meinst du, existiert da draußen ein Planet, der unserer Erde gefährlich werden könnte? Vielleicht ist das Ganze auch schon langsam in Gange, wer weiß. Lass es mich wissen, ich würde mich über einen Kommentar von dir freuen und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Okay,